Hey, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Im letzten Part haben wir einige Level getan und heute wollen wir die Grotte der Giganten spielen. Tun sagt man ja nicht. Zumindest hat das immer meine Lehrerin gesagt, so, ja, tun sagt man nicht, sondern machen. Man sagt ja auch nicht, wenn die Lehrerin was fragt und so, sagt man ja auch nicht, was, sondern man sagt, wie bitte. Ich denke mir dann auch immer so, mein Gott, Alter, stellt euch doch nicht so an. Sie sagt, obwohl meine Lehrerin dann auch immer tun sagt, dann denke ich mir auch immer, ah, alles klar. Ja. Oder kennt ihr das, wenn die Lehrerin immer so sagt, ja, ihr müsst nicht immer, zum Beispiel bei englischen mündlichen Prüfungen halt nicht immer, so sagen, sondern halt flüssig reden, ne? Und dabei tut selber meine Lehrerin dauernd, sagen. Das fällt ja gar nicht selber auf. Das fällt einem einfach selber nicht auf. Deswegen, das regt mich dann immer so auf. Dann würde ich am liebsten sagen, boah, halt's Maul. Aber man ist ja freundlich zu den Lehrern, ne? Würde ich manchen Lehrern gerne einfach mal eben eine Faust ins Face geben würde. Vor allem meine Mathelehrer. Zum Glück kennt ihr den nicht. Seid froh, dass ihr den nicht kennt. Seid einfach froh. Für diejenigen würden einige ihn feiern. Weil, mit dem kannst du einfach nur rumgammeln. Das ist zwar schön und gut, aber ihr lernt einfach nichts. Und das wird klar. Mit blöden Goombas. Und warum bringe ich die auch eigentlich alle um? Gibt es hier irgendwie was? Wow. Die sind auch ein bisschen. Habt ihr ein bisschen zu viel, ja, ich weiß nicht, was ihr genommen habt, aber ihr scheint ein bisschen zu riesig zu sein. Deswegen mache ich euch mal platt. Und meine Nase juckt schon wieder. Aber wen interessiert das? Aber es nervt mich. Boah, hier richtig die Bäume zerreißen. Da ist mein Stempel. Alter, ihr dürftet. Zum Glück habe ich keine Facecam. Weil. Oh, nee. Oh. Puh. Das war richtig nicht mehr auszuhalten. Oh, wir haben einen Tanuki. Nice. Geh weg. Und deine kleinen Kinder kannst du mit in den Tod nehmen. Und Goomba. Kann ich die so umbringen? Ja, umbringen nicht, aber... Ich glaube, mit einem Boomerang geht es einfacher. Ja, toll. Ach, weißt du was? Ach so, man kann dahinter gehen. Ach so. Sagt mir ja auch keiner. Also bitte. Ich weiß nicht, ob der... Ich glaube, der Tanuki ist hier ein bisschen... Boah, ich reiß wirklich meine Nase noch irgendwann ab. Boah, das ist unglaublich. Also hier ist schon mal nichts. Warum sollte da auch was sein, ne? Und so. Nee, schon wieder ihr Blooper. Geht weg. Verpiss dich. Ha. Nice. Da ist eine Strömung. Du kannst ja auch mal... Hier oben ist doch was. Das stinkt. Hier ist wieder Megapilz drin, ne? Natürlich. Oh yeah. Mega Peach. Da muss man wahrscheinlich irgendwie was freischalten. Natürlich, man muss ein Loch hinmachen. Kann man mit groß nicht schwimmen? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Schwachsinn, dass man mit groß nicht schwimmen kann? Ja, je schwerer und so sinkt das halt, ne? Trotzdem, Peach kann doch wohl in der Lage sein zu schwimmen, oder nicht? Und wir haben einen Stern verpasst. Nice. Der war wahrscheinlich jetzt da, wo auch dieser bekackte Stempel war. Nice, der Part fängt nicht gut an. Was soll diese Scheiße hier? Ha! Perfekter Jump. Aber trotzdem müssen wir diesen blöden dritten Stern jetzt suchen gehen. Aber ich muss ja auch immer so voreilig sein und direkt rausgehen. Wenn ich eine Röhre sehe, oh geil, gleich mal abchecken. Ach, und der Stempel gibt mal Sinn. Also einige haben auch Sinn ergeben, aber manche ergeben einfach keinen Sinn. So wie bei dem vorigen Level da. Oh, ein Geisterlevel. Nice.
So, ein anderer Charakter hat auch nochmal das Vergnügen. Vielleicht Rosalina? Nee, Toadie. Der Toadle. Wow. Okay, das war jetzt gar nicht... Toadie ist ja ein kleiner Pilz, wie die Goombas. Okay, die Goombas sind ja keine Pilze. Und das war echt mega knapp. Alter, Tod ist voll schnell. Ach Mann, ich wollte doch einfach nur... Mach ich... Oh, Riesentod. Fast so groß wie die Bäume. Nicht mal. Geil. Alles Schrott machen. Ach, könnte man auch hier so... Okay, hätte man auch kaputt machen können. Ja, ja. Alter, man kommt hier richtig schnell durch. Bitte töte mich jetzt nicht. Nein. Ja, wie tot so die Backen so hält. Nein, lass mich strömen. Verpiss dich. Komm. Geile Kombi. Habt ihr das gesehen? Warte mal. Ich glaube, das ist sogar einer bei dieser Strömungen. Nein, lass mich in Ruhe. Dass man diesen Pilz, man muss ja diese, kann man ja diese Steindinger da kaputt machen. Dass man da halt die nochmal kaputt machen muss. Hä? Ach, jetzt komme ich nicht mehr zurück, oder was? Warte, komm her, du Blooper. Komm mal her. Please. Jetzt komm doch her, du Kackding. Jetzt. Du hilfst mir gerade. Komm, das schaffe ich. Komm her, du bekacktes. Ich komm einfach nicht. Warte. Mit einem Wandsprung nochmal. Ha! Warte mal, muss ich überhaupt hoch? Nee, muss ich ja gar nicht. Was ein Witz. Ich hab mich jetzt so angestrengt. Für nix. Ich dachte, das wäre da gewesen. Ach, Orientierungs... Hä? Wo hab ich denn diesen Mega... Ach, weißt du was? Ich habe keine Ahnung. Das war klar. Ja, kann ich auch mal nach unten. Ja, wo waren diese bekackte... Der war da oben. Aua! Ich habe nicht da jetzt hingeguckt, wo Toten schwimmen. Tut mir leid. Der ist hier. Orientierungssinn ist auch für den Arsch. Wahrscheinlich muss ich hier diese Kacke hier kaputt machen. Am besten auch die Blooper damit umbringen. Wahrscheinlich hier oben. Guck mal, Toad voll grimmig. Denkt sich auch so, ja. Hä? Wieso ist hier nichts? Willst du mich verarschen? Wo ist denn der bekackte Kackstempel? Was zur Hölle? Stempel nicht, der Stern, meine ich. Ja, wo zur Hölle? Glaubt ihr mir, dass es hier ist? Ja, genau. Und ist auch noch so eine Scheiße. Tod rennen. Ja, genau. Und zum Glück hält der Megapilz ziemlich lange. Sonst... Ja. Ich würde gerne raus. Weil wenn der Megapilz nicht so lange halten würde, hätte man da auch ein Problem. Gucken, ob wir die Fahnenspitze nochmal mit Tod erreichen können. Das wäre natürlich schön. Und ja. Gar nicht mal so schwer. Toll. Ja. Und wir haben sogar noch Zeit für das... Okay, es war auch das erste Level, merke ich gerade. Ich bin heute nicht mehr wirklich im Zeittakt. Keine Ahnung, ich denke so, ich habe schon eine halbe Stunde hier irgendwie aufgenommen, aber nö. Aber knapp 10 Minuten allein für das Level schon, ja, nicht okay. Aber hier jetzt im Spuk im Winternebel kommt das nächste und wenn ich... Ich glaube, ich erinnere mich sogar daran. Ich muss jetzt mal gucken, wie das Level ist. Okay, nö. Hier waren eine miese... Hier waren miese Verstecke und die habe ich jetzt keine Ahnung, wie sie sind. Die Musik ist natürlich geil.
Und ich will jetzt auch im Schnee spielen. Okay, es ist Nebel. Aber auch Schnee, glaube ich. Ah, schön. Toll. Ach so, hier ist eine Wolke. Ah, das sieht jetzt so schön. Keine Ahnung, das bringt mich auch irgendwie immer zum Nachdenken. Geht weg, ihr blöden Teile. Kommt mal her, ihr Lappen. Haha, ist er tot. Guck mal, so viele kommen, wir bauen noch einen neuen Schneemann. Ich will Schneemann bauen. Das Lied von Frozen. Aua. Ja, wie bringe ich die jetzt um? Ich brauche ja Licht oder so. Willst du einen Schneemann bauen? Ja, toll, das kriege ich auch nicht mehr. Warte, das kann man, glaube ich, auch mit... Das könnte man, glaube ich, auch mit diesen Schneebällen hier aufschießen, denke ich mal. Wo dann noch ein neuer Kack ist. Hier war doch was. Ach. Da muss man diese Idioten damit umbringen. Extra für dich, Toad. Gibst du mir jetzt einen Stern? Ja. Dankeschön. Das ist aber nett von dir. Ich sag mal, hier ist kein Stempel mehr oder sowas. Ich sag mal, das ist die richtige Tür. Natürlich nicht. Warum auch? Ich hasse da. Ey, verarscht mich halt noch mehr. Dann ist es die hier. Yay. Wir können hier in das nächste Areal gehen. Hier sind überall Gräber. Wer da wohl drunter liegt? Hm, man weiß es nicht. Alles klar. Dass das Gift nicht aus Eis erstarrt, weiß man auch nicht, aber es ist so. Ich meine, das wäre nur logisch gewesen. Wisst ihr was? Keine Ahnung. Sonst hätten wir vielleicht was verpasst, wenn da links was war. Auch nicht noch mehr Nebel. Der Nebel soll gehen. Hier war irgendwas richtig fies. Ich weiß, ja. Der eine Stern hier, der war richtig böse. Nein. Hallo Geist, ich tue dir nichts. Bist du so verlegen? Alter, verpiss dich. Die Münzen irritieren mich da ein bisschen. Aua. Ich habe zu sehr auf diese Münzen geguckt. Nein, lass mich in Ruhe. Nein, was ist das hier? Ich will nicht. Hä? Zwei Boxen? Natürlich ist davon eine Fake. Ah, wäre das lustig. Das ist richtig böse. Da muss man erstmal drauf kommen. Zum Glück wusste ich das noch. Boah, ihr Penner, geht doch mal weg. Man stirbt, glaube ich, aber nicht, ne? Man sieht einfach nur nicht die Wege. Ja, und wie kriege ich das da jetzt? Ach, mit einem Ding, ne? Ja, wie soll ich die Typen jetzt umbringen? Warte, ich habe eine Idee. Wow. So, du kleiner Lappen. Kann ich dich jetzt umbringen? Nee, ich lasse es lieber. Ich bringe eher den hier um. Okay, ich kann den hier auch umbringen, also so ist es nicht. Voll Headshot. Wir müssen dieses Teil hier mitnehmen. Geht weg. Nein, geht weg. Die blöden Geister. Und dann... Zack. Warte mal, wir haben noch den Stempel nicht, ne? Oder... Nö. Oh Gott. Das ist so unglaublich. Warte mal, warum ist hier so ein Ding? Ja, genau. Ich wäre beinahe so ganz in den Tod gegangen. Nur wegen den Münzen. Weil man ja denkt, oh, da ist irgendwas Tolles, aber nö. Wir sind sogar jetzt am Ende und haben auch bald keine Zeit mehr. 111.
Was soll das hier? Hier sind doch wieder solche Dinger. Ich sterbe doch jetzt. Nein. Die Flagge hole ich nach. Ohne Witz, das tue ich mir nicht an. Das habe ich mir jetzt nicht angetan, weil ich genau gewusst hätte, ich wäre an diesen dummen Dingern da gestorben. Eindeutig. Also nein. Und Rosalina mit einer Katze. Das ergibt schon wieder keinen Sinn. Oder ist es einfach nur random, weil vielleicht auch keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber mal gucken, was das nächste Level wird. Die Flaggen hole ich irgendwann später alle nach. Ich habe da jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Wollen wir nochmal reinlinsen, was das für ein Level wird? Wir können ja mal reingucken. Das will ich euch nicht vorenthalten. Und ich bin aus Versehen dagegen gekommen. Das Level ist scheiße. Nein. Okay, es geht, aber trotzdem. Diese Kacke zu... Nein. Auf jeden Fall, ihr seid gespannt auf dieses Level. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal von Super Mario 3D World. Ciao, Leute.